Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Lisa von Atmos Aktiv Yoga, Yoga für jeden. Ich freue mich, dass du dabei bist und mich auf dieser Yin-Yoga-Sequenz begleitest. Es ist eine relativ kurze Sequenz, wir machen etwa 30 Minuten und ja, gehen in lange, tiefe Dehnungen hinein, dehnen, bewegen unsere Faszien und genau, Kraft und Stärkung ist heute nicht das Thema. Entspannung und die langen, sanften Dehnungen sind es, besonders auch im Hüftbereich. Ja, wenn du ein paar Utensilien bereitlegst, werden die dich sicherlich unterstützen. Das kann sein ein Meditationskissen oder auch ein anderes dickes, festes Kissen, das du vielleicht hast, Sofakissen. Vielleicht eine Decke hilfreich, gerne zwei Yoga-Klötze oder wenn du die nicht hast, vielleicht zwei dicke Bücher, einfach um den Boden etwas näher ranzubringen, wenn er denn zu weit entfernt ist. Und wer hat gerne auch diese Rolle? Die letzten drei Übungen werden mit der Rolle, werden wir mit der Rolle machen. Wenn du so eine Rolle nicht hast, kann es vielleicht auch eine dicke, zusammengerollte, feste Decke sein. Alternativ auch ein Kissen. Ja, dann starten wir im Vierfüßlerstand bzw. der Kindsposition. Wir starten auch hier schon mit einem großen Hüftöffner. Nimm dir gerne entweder die Rolle oder das Kissen dazu. Oder mach es dir einfach so auf dem Boden gemütlich. Ich nehme mal die Rolle, weil ich sie da habe. Und gib deine Beine recht weit auseinander. Für die normale Kindsposition, geschlossene Beine oder leicht geöffnet, könntest du jetzt den Schritt weitergehen, die Knie Richtung Mattenweit auseinanderbringen und dann erst einmal dich ablegen auf der Rolle. Schau, wo du die Rolle positionieren möchtest, unter deinem Bauch, weiter oben. Und dann sinke ausatmend langsam nach unten. Vielleicht drehst du deinen Kopf zur Seite. Lass die Schultern entspannt, mach unten fallen. Und dann spür erstmal rein, komm erstmal an hier. In deiner Yoga-Praxis. Nimm wahr, wie du dich jetzt fühlst. Was du heute zur Stunde mitbringst, sind da Gedanken. Deine Aufmerksamkeit langsam nach innen. Beginne damit, dass du deine Atmung beobachtest. Du musst nichts verändern, du musst nichts Besonderes tun. Du kannst beobachten, wie du ein- und wie du ausatmest. Vielleicht schiebt sich dein Bauch auf das Polster. Nimmst du ja schon auch eine sanfte Dehnung deinem Körper wahr, im Hüftbereich, Leisten gegen. Versuch während der ganzen Stunde, es ist eine ruhige Stunde, wir halten einige Übungen länger, versuch während dieser gesamten Zeit ganz bei dir zu bleiben und in dem hineinspüren. Wenn du merkst, da sind Gedanken, die dich ablenken von diesem Spüren, lass die Gedanken los. Es ist okay, dass sie da sind, aber sie dürfen jetzt vor dem Moment vorüberziehen. Deine ganze Aufmerksamkeit zu dir und jetzt in den Bereich deiner Hüften. Spür, ob du schon etwas wahrnimmst an Dehnungen. Ich bringe deine Knie noch etwas weiter auseinander, dass du dich in der gesamten Praxis immer in einem Bereich bewegst, dass du noch entspannt atmen kannst, dass du vor allem noch loslassen kannst, locker lassen kannst, muskulär, dass du aber eine intensive Dehnung wahrnimmst. Und dann noch etwa 5 Atemzüge mehr hier. Werde ganz schwer. Leg dich auf den Boden oder den Polster ab. Lass die Schultern sinken, den Po sinken. Stell dich langsam auf mehr Bewegung ein. Deine Hände auf den Boden, richte dich, roll dich wieder auf. Gib deine Knie zusammen und leg einmal das Polster zur Seite. Komm in einen Vierfüßlerstand, streck dazu einmal das rechte Bein nach hinten aus, stell dich auf die Zehenspitzen und schieb die Ferse Richtung Wand aus.
eine lange Dehnung hier für die ganze Beinrückseite rechts. Und dann wechsle auch schon die Seiten, schiebe das linke Bein nach hinten raus, stelle dich auf die Zehen, schiebe die Ferse Richtung Wand und spüre die Dehnung im Bein links. Und dann löse auch hier, einmal von der Seite mit, wir gehen weiter und kümmern uns um den Bereich Oberkörper, Schultern, Brustraum. Nimm deine Knie wieder hüftbreit oder ein wenig weiter auseinander. Nimm die Hände mattenbreit auseinander. Bleib mit dem Po ein bisschen hinter den Knien stehen für den kleinen Mund. Und wandere mit der Ausatmung hier langsam nach unten. Der Oberkörper sinkt tief. Du kannst die Stirn auf den Boden ablegen. Wenn der Boden zu weit weg ist, kannst du vielleicht einen Arm beugen, eine Faust machen. Vielleicht auch einen Klotz, ein Buch unterlegen, um die Stirn abzulegen. Komm erstmal in die Entspannung, lass die Schultern sinken, lass den Brustraum sinken und bleib für einige Atemzüge. Und stell dir einmal vor, wie du deine Finger vorne festklebst, als hätten sie Saugnäpfe und den Po weit nach hinten raus. Bring den ganzen Rücken in eine richtige Länge. Lass die Schultern sinken, lass die Brust tief sinken. Zieh den Po weit raus. Wenn du mehr Intensität brauchst, komm auf die Fingerspitzen und sinke erneut tief. Bleib 5 Atemzüge etwa mehr. Solltest du auf den Fingerspitzen stehen, komm einmal wieder runter und wandere mit deiner nächsten Ausatmung mit beiden Armen nach links rüber. Oberkörper bleibt, Po und Beine bleiben in Position, nur die Arme wandern zur Seite. Beide Arme sind links, zieh dann das rechte Gesäß, die rechte Gesäßhüfte tief nach unten. Eine lange Dehnung der ganzen rechten Seite vom kleinen Finger über die Schulter bis zum Po. Mit der nächsten Einatmung löse, komm zurück zur Mitte. Vielleicht könnte man einen Schnitt machen und dann komme ich mal nach vorne. Und ausatmen, krabbel nach rechts rüber mit beiden Armen. Po und Beine bleiben stehen, nur die Arme wandern rüber. Krieg die Finger fest und zieh die ganze linke Seite in die Länge. Zieh das Gesäß links Richtung Füße. Lass die Schultern weich werden. Nimm 3 Atemzüge mehr hier. Dann krabbeln mit der nächsten Einatmung zurück zur Mitte. Das Ausatmen, den Po auf die Fersen rutschen und richte dich langsam auf. Ja, kurze Pause. Ich muss mal hingucken, was ich wollte. Ach, genau. Komm, ja, es kann weitergehen. Okay. Geht schon? Okay. Dann komm in einen Sitz. Bring also deine Beine nach vorne, stell erstmal locker einfach deine Hände hinten ab. Die Füße ruhig weiter auseinander, fast mattenbreit. Dann kommen wieder eine Art Scheibenwischbewegung hier. Und den ganzen Hüftbereich sanft lockern, lösen. Schau, wie weit das für dich funktioniert, dass du die Knie hier von Seite zu Seite rübergibst. Einatmen zur Mitte und ausatmend. Wenn du die Seite einige Male bewegt hast, komm zurück zur Mitte. Nimm dir vielleicht ein Kissen oder 2 Klötze mit nach vorne. Oder 2 Bücher, was du griffbereit hast. Für eine weitere Hüftbewegung, Hüftöffnung, die 90-90-Position.
Schieb das rechte Bein unter dem linken durch, dass du in etwa schon einen rechten Winkel hier schaffst. Und dann gib das linke Bein mit der Innenseite deines Knies hier neben dir links auf den Boden. Wenn es dir möglich ist, schaffst du auch hier große Winkel, große rechte Winkel. Von den Waden über die Oberschenkel, das könntest du wie Quadrate vorne und hinten einstellen. Wenn es zu intensiv ist, zieh dich ein bisschen kleiner zusammen. Dreh dich nach vorne raus, atme ein, richte dich auf, so gut es geht. Und ausatmend, komm langsam nach vorne. Gib die Hände auf den Boden. Und ohne Zwang, ohne irgendwo hinzuwollen, sinke langsam tiefer. Es kann sein, dass vielleicht Kissen oder Klötze ins Spiel kommen, wo die Ellenbogen abgestützt werden. Vielleicht sind es auch zwei übereinander. Du findest deine Position, deine erste Höhe. Und es ist noch nicht das Maximum in der Position. Es geht langsam rein. Beobachte auch deine Atmung, bleib beim Ein- und Ausatmen, langen, ruhigen Atemzügen. Mit jedem Ausatmen nimm ein bisschen Spannung raus. Der Rücken wird rund, keine Aufrichtung, ganz weich, auch dort wird vielleicht Dehnung spürbar. Und dann nimm wahr, was passiert im Gesäß, in den Oberschenkeln, in der Leistengegend, in der Hüfte. Ob noch irgendwo Anspannung spürbar wird und wo du vielleicht ausatmend locker lassen kannst. Bleib für 5 Atemzüge etwa mehr. Richte dich langsam wieder auf, gib Hände und Unterarme auf den Boden, drück dich nach oben, bleib in deiner Beinstellung. Und dann stütz dich sanft etwas, nicht genau neben dir seitlich ab, sondern rückst ein Stück nach vorne rausgelehnt ab, in etwa nicht ganz Kniehöhe, aber in der Richtung. Dann zieh den Rücken in die Länge, richte dich ganz auf, atme ein. Und ausatmend dreh dich rechts rum, ein kleiner Twist. Du kannst deine Hände platzieren, wo es sich für dich sinnvoll anfühlt. Wenn du zu weit hinten bist, kann es eine Stauchung unter dem Rücken geben. Wenn es da zu intensiv und zu viel wird, dann dieses sanfte Rauslehnen nach vorne. Also aufrechter Gedanke in der Wirbelsäule einatmen und dann ausatmend in den Twist. Dann spür rein, wo es jetzt für dich wahrnehmbar wird hier. Du kannst auch den Kopf noch mit in die Drehbewegung geben. 5 Atemzüge mehr. Versuch die Schultern weich nach hinten unten fallen zu lassen. Deine nächsten Einatmung bringen den Blick zurück nach vorne, den Oberkörper auch. Schwing beide Beine vor. Magst du sie auslockern? Und dann richte dich für die andere Seite ein. Das linke Bein unter dem rechten durchschieben, wieder diesen rechten Winkel. Und das rechte Innenknie neben dir auf den Boden. Vielleicht brauchst du wieder eine Unterstützung in Form von Büchern, Klötzen, Kissen. Richte dich wieder auf zuerst, schau nach vorne, atme ein. Und dann ausatmend, wandere langsam nach unten. Leg die Hände ab, leg, wenn es möglich wird, Unterarme ab. Leg den Oberkörper ab. Nimm dir unterstützende Hilfe, die du brauchst. Dann werde ausatmend wieder ganz locker. Und fließe hier Richtung Boden. Fließen wirklich, lass die Schultern weich werden, den Rücken rund. Leg vielleicht auch die Stirn auf irgendetwas ab, auf den Händen, auf einem Klotz. Dann komm erstmal an hier in dieser Position. Es ist noch nicht das Maximum des Möglichen an Dehnung. Das ist erstmal der Beginn. Du
merkst schon, wenn du eher nach links Richtung Knie vorne rauslehnst, wird es entspannter. Wenn du eher mit dem Oberkörper Richtung Fuß vorne wanderst, wird die Dehnung intensiver. Finde hier deine Position und deine Intensität. Und dann nimm deine Atmung wahr. Einige große Atemzüge hier und mit der Ausatmung. Spür Anspannung auf und werde insgesamt weicher. Fünf Atemzüge mehr. Gib wieder mehr Gewicht in Hände und Unterarme, richte dich langsam nach oben auf, die Beine bleiben. Deck dich in die Länge, Schaltpunkt zieh zur Decke, wenn du einatmest, Hände ruhig etwas nach vorne, Oberkörper auch. Und ausatmen, dreh links herum, bis zur linken Seite, stell die Hände ab, wo du sie abstellen möchtest, auf den Beinen, auf dem Boden. Und vielleicht auch den Kopf mit in die Rotation, beweg die Schultern weg von den Ohren. Bleib eine Weile. Spür rein, wo passiert hier die Dehnung. Wenn noch nicht viel hinten passiert, schieb dein Bein ein Stück weiter weg von dir. Schau mal, ob der Po noch angespannt ist, ob du auch da einmal locker lassen kannst. Bleib drei Atemzüge mehr. Nächsten Einatmung kommt der Kopf vor und der Oberkörper folgt. Und dann bring noch einmal beide Beine nach vorne und komm in vielleicht eine sanfte Bewegung, Lockerung. Und wir gehen weiter im Bereich der Hüfte. Auch hier kannst du wieder Hilfsmittel nehmen, vielleicht brauchst du sogar keine. Du schaust, was für dich funktioniert in den Knien, wie lang die Arme sind, was du an Stütz brauchst. Ich mag gerne eine Decke unter dem Knie, nimm mir rechts eine mit. Gebe ich meine Hände vorne auf eine sanfte Höhe hier, die Klötze, und bringe das linke Bein nach vorne, ruhig außen auf die Matte. Dann sinke ich hier tief. Also lass dich dann auch nach unten sinken mit dem Becken. Schau, dass du hier Knie und Fußgelenke in eine Senkrechte bringst. Nimm dir ausreichend hier Raum, der Fuß steht außen auf der Matte. Vielleicht probierst du verschiedene Höhen aus, vielleicht brauchst du gar keine Unterstützung. Und sinke langsam Richtung Boden, gib die Schultern nach hinten unten weg von den Ohren. Kopf ruhig als Verlängerung der Wirbelsäule in einer entspannten geraden Linie. Und bleib für eine Weile. Spür rein, diese Übung hier, Ninjuga aus der Drache. Wird besonders intensiv nach einer längeren Zeit. Und war, was jetzt hier auch passiert bei dir, gedanklich, in der Dehnung auch. Wo ist noch Anspannung, wo kannst du vielleicht lösen? Wenn du magst, schließ einmal deine Augen. Und wenn du merkst, dass es zu intensiv wird, dass du eigentlich lieber gehen möchtest, eigentlich lieber die Position verlassen möchtest, dann bleib noch eine Weile. Und nimm deine Atmung wahr. Ganz bewusstes, tiefes Einatmen und vollständiges Ausatmen. Noch fünf Atemzüge hier. Lass los, wo noch Anspannung ist. Spür auf, wo noch Widerstände sind. Gleich langsam wieder zurück. Und wenn du den Po nach hinten ziehst, den und löst, nimm das Bein mit.
Der Marc. Kommt in einen herabschauenden Hund hier. Kurz zur Entspannung. Schulter, breite Hände, breite Füße. Atme ein, bring dein Gesäß nach oben und ausatmen. Schieb dein Gewicht zurück und tritt gerne ein bisschen auf der Stelle. Lass es mal einen ganz freien Hund sein, wo du vielleicht auch mit der Bewegung von Schultern oder Hüften spielst. Gewicht verlagerst, einfach, dass du dich nochmal in die Dehnung hast. Vielleicht ist es auch mal so ein dreibeiniger Hund. Ja, die bewegt dich völlig frei, wie es sich jetzt für dich gut anfühlt. Und dann wechsel die Seite. Bleib mit dem linken Knie hinten und komm mit dem rechten Bein nach vorne. Nimm dir alles, was du brauchst. Und ausatmen, sinke wieder tief. Knie und Fußgelenk stehen in einer senkrechten. Becken sinkt zu Boden, die Schultern bleiben hinten unten. Kopf ist die Verlängerung der Wirbelsäule, entspannter Nacken. Dann komm erstmal wieder hier an und schließe gerne für einen Moment deine Augen, um reinzuspüren. Um Anspannung aufzuspüren. Die Klötze können auch hilfreich sein unter den Händen, falls du Handgelenksprobleme hast und dieser Stütz dir Sorgen macht, selbst wenn du entspannt auf die Matte kommen könntest. Von der Dehnbarkeit, von der Flexibilität können Klötze trotzdem manchmal hier unterstützend und sinnvoll sein. Also schau, was jetzt für dich gut funktioniert. Schließ noch einmal deine Augen. Bring die ganze Aufmerksamkeit in deinen Hüftbereich, in Dehnungen, Oberschenkel, Gesäß. Spür Anspannungen auf und Widerstände. Und dann bleib noch einmal ganz bewusst für die nächsten 5 Atemzüge mehr. Lösen, verlange dein Gewicht nach dir. Leg alles zur Seite an Hilfsmitteln, was du nicht mehr brauchst. Und komm noch einmal in den herabschauenden Hund hier. Wieder in Bewegung, wenn du magst, oder auch einfach mal für ein paar Momente in Stille zum Nachspüren. Lass die Schultern sinken, beug die Knie leicht an. Lass das Gesäß lang nach hinten rauswachsen. Fersen sinken Richtung Boden, müssen dort nicht ankommen. Die Knie dürfen gebeugt bleiben. Und wenn es dir reicht, komm ausatmend wieder zurück auf den vier, auf deine Knie in den Vierfüßlerstand und setz dich einmal auf den Hintern. Du kannst gerne eine Unterstützung mitnehmen. Das kann irgendeine Art von Höhe sein. Eine aufgerollte Decke, ein Polster, Klötze. Ich nehme mal ein Polster, weil es gerade hier liegt und sich so schön anbietet. Bring deine Füße nach vorne für eine entspannte Vorbeuge. Mein Polster ist recht hoch, deswegen wird es besonders entspannt. Du kannst gerne auch etwas Tieferes nehmen oder auch gar nichts. Du entscheidest. Je nach Flexibilität, gib erstmal hier mit beiden Händen einmal dein Sitzfleisch nach hinten raus. Nimm die Beine klassisch geschlossen oder ruhig auch locker geöffnet hier vor dir auf den Boden. Und komm zuerst in eine Aufrichtung. Zieh den Scheitelpunkt Richtung Decke, spür diese Länge im Rücken. Nimm die Kraft wahr, lass die Schultern weich werden. Und aus dieser Aufrichtung geht es gleich entspannt nach vorne. Unten kannst du loslassen, jetzt noch einmal lang einatmen, halten. Und mit der nächsten Ausatmung aus dieser Länge bleib aufrecht und sinke nach vorne. Und irgendwann, wenn du merkst, der Rücken wird rund, lass ihn rund werden. Leg die Hände ab dahin, wo sie fallen, auf den Boden, auf die Beine.
lass dich hier mal aushängen für eine Weile. Lass den Kopf und den Nacken los. Lass den Rücken weich und rund werden. Die Schultern locker. Und dein Leib. Dann einmal 2 Minuten hier. Schau, wie es deinem Rücken dabei geht. Wenn du merkst, dass das nicht deine Position ist, vielleicht hattest du mal einen Bandscheibenvorfall, vielleicht merkst du, dieses lange, tiefe Sinken, Dehnen ist zu viel. Komm vorher natürlich raus aus der Position, wenn dir das gut tut. Wenn du merkst, dass du mit dem Ausatmen tiefer reinsinken kannst, dann bleib gerne diese 2 Minuten. Rein, wo du Dehnung wahrnimmst und genieße diese Hingabe, die du völlig loslassen kannst, ganz bei dir bist. Vielleicht merkst du, dass du ausatmend immer ein wenig tiefer runtersinkst. Vielleicht ist es nur so ein Gefühl von tiefer runtersinken. Vielleicht geht es nicht tatsächlich nach unten und das ist auch nicht wichtig. Nimm wahr, wie du loslässt. Und stell dich so langsam wieder auf mehr Bewegung ein. Gib erst den Kopf sanft nach oben, gib die Hände auf die Beine oder den Boden, bis du dich aufrollen kannst, aufrichten kannst. Und dann löse die Polster oder was du unter den Knien hast. Und gib entweder ein Polster oder ein Kissen seitlich neben dir auf den Boden. Wenn das jetzt deine Yogamatte ist in der Länge, kannst du dich so hinsetzen, dass du mich spiegelst. Die Knie schauen in meine Richtung, die Füße liegen locker hinten. Dein Polster oder auch dein Kissen, mit dem Kissen funktioniert es auch, liegt seitlich neben dir. Liegt an deiner rechten Seite. Du holst ganz an dich ran. Und denk dich erstmal in die Länge, richte dich auf. Atme ein. Und ausatmend über die Seite, rutsche langsam hier nach unten in eine Dehnung. Geh zuerst einmal den Kopf locker auf dem Arm ab. Dem rechten und dann Schritt für Schritt bringen kleinen Schrittchen. Zuerst den einen Arm, den linken oben am Kopf, am Ohr vorbei. Lass eine Hand locker auf die andere fallen. Und spür rein hier, wie sich das jetzt für dich anfühlt, wenn du in der oberen Schulter locker bist. Dann nimm vielleicht die Variante des ausgestreckten Beines dazu. Dein Bein lang nach hinten rausschieben. Auch hier ganz locker im Bein und im Gesäß. Und dann spiel ein bisschen hier mit dieser Seitlage, dass du dich einmal sanft eher mit dem Bauch, mit dem Oberkörper Richtung Boden rollst und dann auch langsam wieder nach hinten. Es wird keine Rücklage, aber es geht in die Richtung. Lass die obere Schulter nach hinten fallen. Lass das Bein lang sein und locker. Und schau sanft zur Decke. Und durch dieses Spielen, dieses Vor- und Zurückrollen merkst du schon, wo soll die Dehnung hingehen? Eher in die Front, eher in den Rücken. Vielleicht bringst du auch das ganze Bein in der Länge ein Stück nach hinten raus, um da nochmal zu intensivieren. Und dann kannst du gerne für einige Atemzüge wieder die Augen schließen. Versuch das Ganze so weich und locker wieder wie möglich sein zu lassen. Die Schultern sind entspannt. Hüftbereich, Gesäß, Rücken entspannt.
Und nimm einige tiefe Atemzüge, diese gesamte Länge, diese ganze Dehnung hinein. Und 5 Atemzüge mehr hier. Löse diese Position langsam wieder auf, bring dein Bein wieder ran, das Knie ran. Nimm den oberen Arm und stell die Hand vor dem Gesicht etwa ab, dass du dich hier unterstützen, langsam aufrichten kannst. Dann wechsel die Seite, schwing die Beine rum, leg das Polster auf die andere Seite. Knie zeigen wieder zu mir, das Polster liegt links von dir. Richte dich nach oben auf, atme ein und ausatmen, rutsche langsam auch hier wieder nach unten am ausgestreckten Arm. Kannst du deinen Kopf ablegen. Kannst den anderen, den oberen rechten Arm jetzt hier am Ohr vorbeiführen, auch lang und locker ausgestreckt, weich in der Schulter. Du kannst auch hier schon einmal anfangen zu spielen, dass du den Oberkörper eher Richtung Boden und dann eher Richtung Decke rollen lässt. Vielleicht streckst du wieder das obere Bein lang auf den Boden aus. Und dann nimm für einige Atemzüge erstmal wahr, wo Dehnung passiert, wie du dich hier fühlst, wie ist es in der Intensität. Du kannst auch eine Decke unter den Kopf legen oder dich dort unter dem Arm stützen. Wenn du mehr möchtest, gibst du vielleicht das ausgestreckte lange Bein wieder ein Stück nach hinten raus. Lass die obere Schulter Richtung Boden fallen und jede Anstrengung, jede Anspannung raus. Aus dem Gesäß, aus dem Rücken auch. Und dann bleib wieder einige Atemzüge hier. Wenn du merkst, die Variation war nicht deine, es war vielleicht ein Schritt zu weit, dass du nicht mehr in die Entspannung findest, dann geh wieder diesen kleinen Schritt zurück. Hol den Arm rein, zieh das Bein rein. Gib Acht auf deinen Körper jetzt. Schließ vielleicht die Augen. Versuche wieder diese Balance zu finden zwischen Intensität, große Intensität, wirklich spürbar in der Dehnung, aber trotzdem noch Entspannung. Und 5 Atemzüge mehr hier. Löse auch hier wieder vorsichtig auf, hol dein Bein wieder ran. Stell den oberen Arm mit der Hand vor dem Gesicht ab, bis du dich aufrichten kannst. Dann bereite dich für die letzte Position vor. Ich zeige 2 Varianten für die, die jetzt keinen Polster griffbereit haben. Oder keine große, dicke, aufgerollte Decke. Erst die Variante mit dem Polster. Es wird auch der Teil der Endentspannung, deswegen ist es wieder wichtig, dass du hier eine Position für dich findest, die du gut halten kannst, entspannt und wirklich, wo du wirklich loslassen kannst. Wir bleiben eine Weile. Das wird unsere letzte Übung sein anstatt Shavasana heute. Wer so eine Sache hier hat, eine Rolle oder eine Decke, legt sich vielleicht einen Klotz unter oder ein Buch, eine leichte Höhe.
Nimm auch gerne eine Decke griffbereit hier neben den Hintern und setz dich etwas entfernt von dem Polster auf den Boden. Stell deine Füße auf. Schau, dass du mittig liegst und mit der nächsten Ausatmung roll dich langsam nach hinten unten. Wenn es noch Sachen gibt, die im Weg liegen, zum Beispiel Zopfgummis, entfernen. Es sollte wirklich ein entspannter, lockerer, langer Nacken hier sein. Dann gibst du erst einmal deine Arme locker neben dir auf den Boden. Beginne damit, dass du reinspürst, wie fühlt sich dein unterer Rücken an. Vielleicht hebst du einmal dein Gesäß an, kippst das Becken und rollst hier langsam zurück auf den Boden. Hier sollte kein Druck entstehen. Es soll eine entspannte Übung sein, wo wir auf jeden Fall 3 Minuten locker liegen können. Von daher schau, dass es passt mit dem Rücken. Wenn du merkst, es ist unangenehm, es ist zu viel, je nachdem, wie hoch diese Rolle oder deine Decke ist, leg etwas unter den Hintern. Dann deine Armvariante vielleicht auf Schulterhöhe ausgestreckt, wenn das zu viel ist, zu große Dehnung im Brustraum. Gib die Arme eher neben den Körper. Finde deine Position hier in diesem Bereich, dass du locker lassen kannst in den Schultern. Wichtiger Punkt. Es ist ein Herzöffner, eine Rückbeuge hier und du solltest hier ganz entspannt sein können, ganz weit werden. Und dann deine Beine. Entspannteste Variante für den Rücken ist, die Knie sinken zusammen, die Füße bleiben aufgestellt. Variation 2, wenn du etwas für die Hüfte machen möchte, nimm die Schmetterlingsposition, leg die Fußsohlen aneinander, Knie klappen zu den Seiten. Variation 3, streck deine Beine lang auf den Boden aus. Finde irgendeine von diesen Positionen, die jetzt für dich passen. Wichtig ist dieser Bereich Oberkörper und die totale Entspannung hier. Ich zeige einmal die Variante für die, die jetzt keinen Polstergriff bereit haben. Was dir auch genauso gut. Eine aufgerollte dicke Decke nehmen oder vielleicht ein Kissen. Vielleicht etwas Flacheres. Mal schauen, ich werde es mit diesem ausprobieren. Ein bisschen Höhe unter dem Kopf in Form von Decken, Kissen, Glötzen. Und dich dann hier langsam nach hinten rollen. Den Kopf entspannt ablegen. Und ansonsten gilt genau das Gleiche wie bei einer anderen Position. Der Gedanke ist, die Schulterblätter fallen hier richtig tief Richtung Boden, an dem Polster, an dem Kissen vorbei. Die Arme liegen locker an der Seite und der ganze Brustraum wird weit. Das lässt sich natürlich spielen mit Höhen am Kopf. Je nachdem, wie intensiv du hier praktizieren möchtest. Ein bisschen entspannter ist natürlich etwas mehr Höhe unter dem Kopf. Und wenn du deine Position gefunden hast, dann bleib. Schließ deine Augen, wenn du magst, oder schau mit einem weichen Blick Richtung Decke. Nimm mal dieses Gefühl war im Brustraum, im Herzen, diese Weite, diese Dehnung. Bleib für einige Atemzüge hier. Vielleicht bleibst du bei der Atmung, wo du ohnehin bist, ein ganz entspanntes, natürliches Atmen. Du kannst auch durch die Atmung diese Dehnung, diese Intensität noch einmal verstärken, indem du in deine unteren Rippenbögen hineinatmest. Mach dir einmal deine unteren Rippenbögen bewusst. Versuch wirklich die Atmung dorthin und zu den Seiten wegzubringen. Wenn du einatmest, wäre der ganz weit im unteren Brustraum. Atme in die Flanken hinein und ausatmen, lass wieder ganz locker. Du kannst ein paar dieser tiefen, großen Atemzüge ausprobieren. Deine Zwischenrippenmuskulatur auf diese Weise noch auch noch einmal dehnen, erweitern. Und wenn du merkst, dass das nicht deins ist oder dass sich das gedanklich stresst, dann kehr zurück zu der Atmung, wo du vorher warst. Ein ganz ruhiges, einfaches Atmen. Es geht vorrangig um die Entspannung und dieses Loslassen im Schulterbereich. Und dann bleib noch eine Weile. Genieße mit jeder Ausatmung, wie du loslässt. Nicht nur körperlich, auch gedanklich.
Bleib ganz hier bei dir, die ganze Aufmerksamkeit bei dieser letzten entspannenden Übung. Weiterhin noch in diesem entspannten Fisch liegen. Kommen gleich für einige Momente nur kurz in die Endentspannungsposition Shavasana zum Nachspülen. Komm da bitte mit ruhigen Bewegungen an. Du kannst zuerst deinen Kopf sanft aufrichten, aufrollen, vielleicht ein Knie fassen, dich hochrollen und dann alles beiseite packen, was noch auf der Matte liegt. Kissen, die Rolle, Klötze. Und dann langsam wieder zurück auf den Rücken rollen in eine Rückenlage. Lass dazu für die letzten Momente deine Arme locker neben dir auf dem Boden liegen, dass die Beine entspannt, hüftbreit auf dem Boden liegen. Und nimm für einen Moment wahr, ob diese Weite, die vielleicht eben spürbar war, noch da ist, was davon noch übrig ist. Noch einmal deinen Kontakt zum Boden, sinke tief ein mit der Ausatmung. Gleich ohne Eile langsam auf. Und noch einmal in einen aufrechten Sitz zum Ende der Stunde für die letzten Momente hier zum Nachspülen im Sitzen. Nimm ein Kissen, eine Decke unter den Hintern oder setz dich einfach auf deine Matte und schließ gerne nochmal die Augen. Die Hände liegen locker auf den Oberschenkeln. Noch einmal deine Atmung wahr, atme vollständig und tief bis in den Unterbauch hinein und genauso lang wieder aus. Und dann beenden wir mit einem Om. Du kannst mit einstimmen, wenn du magst, du kannst einfach nur zuhören und den Klang auf dich wirken lassen. Vorbereiten dann tief ein- und ausatmen. Und eins um. Om. Und öffne deine Augen wieder. Und dann danke ich dir, dass du bei dieser Stunde warst. Ich hoffe, du konntest dich entspannen, bist jetzt sanft gedehnt. Und startest in den Tag. Namaste.